Auch als Titelfigur des Musicals Elisabeth berührte Sissi Millionen. Seit der Weltpremiere am 3. September 1992 in Wien eroberte Elisabeth die Herzen von über 8 Millionen Menschen weltweit. Bisher wurde das Musical in nicht weniger als 10 Ländern, unter anderem Ungarn, Schweden, Deutschland und Japan, gezeigt. Es ist das erfolgreichste deutschsprachige Musical aller Zeiten. Auch wenn die aktuelle Sissi-Darstellerin aus Holland kommt. Ich habe schon Elisabeth gespielt in Berlin. Dann sind wir umgezogen nach Zürich. München war dabei, Frankfurt. Und bald werden wir auch in Bregen spielen, im Februar sogar. Und wir freuen uns wirklich, weil es ist da sehr schön. Wir waren da letztens für eine Pressekonferenz. Und wir hoffen, dass da viele Leute vorbeikommen. Denn das Musical kommt nach vielen Jahren endlich wieder einmal nach Österreich. Der Welterfolg von Michael Kunze und Silvester Levi wird von 24. Februar bis zum 14. März im Bregenzer Festspielhaus aufgeführt. Wie meint Kaiser Franz Josef? Ich glaube, der Mythos Elisabeth beschäftigt jede Frau. Es geht einfach immer um das Ausbrechen aus den normalen Klischees. Sie war ein Freigeist und sie war eine der ersten, ja, ich würde sagen, Frauen, die sich emanzipiert haben. Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut.